Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Franbo. Und ja, im letzten Video war zum Schluss eine Gestalt zu sehen. Und irgendwas bullet da gerade. Ich höre ein Geräusch auf jeden Fall, wir gehen mal in den Nebenzimmer. Wow. Hey, ihr habt ja ein schönes Zimmer. Ja, wir sind hier noch bei den Schwestern zu Hause in der Wohnung. Und die haben ja ganz tolle Sache und ist alles so wunderbar und... Was haben wir hier? So, was ist das? Nehmen wir mit. Ah, Kneifzange, nehmen wir mit, natürlich. Und wir haben ja ganz tolle Sache und wir sehen ja auch ganz... Bäh, ist das Monster? Das ist Monster. Das ist ein Monster. Ich sehe ein Monster. Das sieht... ja, sieht aus, ja. Ist da ein Affenkopf dabei überhaupt? Bäh, diese Spielzeuge sind so hässlich. Aber das Bett ist frisch, ist natürlich frisch gemacht, das Bett. So. Ich glaube aber, das bringt dir nichts, oder? Hunger? What the? Der war vorhin noch nicht da, oder? Hallo, kleines Baby, was machst du hier? Aber... Nö. Brauchen ja irgendwas. Wow! Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wo ist dein Kopf? Was? Wo ist dein Kopf? Da ist er doch. Hier, seht ihr da. Mein Kopf? Verstehe ich nicht. Mein Kopf, der ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Verstehe ich nicht. Ich bin verwirrt. Was? Welchen Schatz? Von was redet ihr? Franbo, so heißt du, oder? Ja. Unter anderem. Ihr könnt mich auch nennen, der schwarze Schatten, der den Hach durchflattert. Ich bin Darkwing, Duck und so. Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Ja, stocher noch umher in der Wunde. Sehr gut. Fein. Fein macht ihr das. Sehr gut. Woher wisst ihr das? Langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jeden passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, ich wäre zu Hause. Bei Mami und Papi. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Ich sehe keine Lösung. Klon geht da, aber das dauert zu lange, glaube ich, oder? Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Du fühlst dich gleich besser. Ich habe keinen Hunger. Die Schule antwortet. Erzähl von euch. Hast du Angst, kleine Fran? Hast du etwa Angst, Fran? Ja. Nein, ich bin nur. Nein, vielleicht ein bisschen, klar. Du hast noch nicht nach deiner Katze Mr. Midnight gefragt. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, dass seine Katze mehr als alles andere liebt. Hey, wo wissen die das? Sind die vielleicht hier, wie heißen die? Hellseher? Magier vielleicht? Hexen? Die haben ja mehr Augen als die von Herkules auf jeden Fall. Die hat nur eins gehabt. Oder Odysseus? Herkules? Ihr wisst, was ich meine. So, und dennoch bist du ganz ruhig. Als du in ihn... Hey! Woher wisst ihr das? Klar will ich ihn zurück. Was ist das?
Wenn die wirklich Hellseher sind, ne, dann können sie auch meine Fragen erahnen, sozusagen. Also, die Antwort meine ich. Die Antworten erahnen. Dann wäre das Gespräch schon längst zu Ende eigentlich. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Ja. Phil hat mir ein Geheimnis verraten. Und ich war clever genug, rauszufinden. Phil. Das ist auch ein Penner gewesen, der hat einmal die Tür zugemacht. Ja, wir haben schon viel erlebt eigentlich, wenn wir das hier gerade mal so lesen, ne? Hier wird einmal jetzt die ganze Geschichte erzählt. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Friend? Ist sie 10? Wir sagen mal, sie ist 10. Wir sind 16. Viel älter als sowieso. 6. Sie sind bestimmt 16? Glaube ich aber nicht. Das ist doch gelogen. Die eine ist 7, die eine ist 9. Sehe ich doch von hier. Viel älter als du. Also, müsst ihr uns gehorchen. Öffne den Käfig einfach. Käfig, ihr. Open your. This kitchen. Und dann hier sind wir weg, würde ich sagen. Oder? Du bist noch nicht nah. Nee, ich weiß, wie er heißt. Ne? Camille und Tatilli. Und Chanilli. So. Euer Haus hier. Wer bezahlt denn die Miete? Ihr? Was macht ihr? Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Was? Sterben? Wieso? Was hab ich denn nun schon wieder gemacht? Verstehst du das, Fran? Ihr macht mir keine Angst. Doppeltes Lottchen. Du Idiot. Du wolltest es so. What? Wie was? Weh, was? Wir werden dich zwingen, ihn zu töten. Mit deinen eigenen Händen. Ihr seid böse. Ja, ich verstehe kein Wort mehr eigentlich. Was ist das denn? Gut, jetzt hör uns gut zu. Ja, ich höre zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Annie zaubert auch. Ja, Annie hat auch gezaubert. Also. Hier das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schrecklich die... Ich bin so genau natürlich. Klar. Weiß nicht, ob ich es kann. Wird schon klappen. Es wird uns töten, weißt du? Wir waren nicht immer so. Wir waren ein, zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Ja. Aber warum seid ihr jetzt so, wie ihr seid? Ja, das kommt, wenn ein kleiner Zaubertrick mal nach hinten losgeht, denn kann sowas schon passieren. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssen. Er verfluchte uns. Okay.
Okay, ja. Kannst du den mal? Der ist bestimmt für den Käfig da, oder? Lass mich raten. Hm? Kannst du, dummes, dummes Mädchen. Ja, ja, das hört sich alles sehr spannend an. So, und außerdem ist noch die Frage. Er schon wieder. Aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist der? Ha, I'm fresh. Ja, May. Was machen wir da? Hey, du. Ja, wer spricht da? Hallo, hallo. Hey. Hallo. Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, erzähl mal. Leg los. Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue dem Mädchen nicht. Warum sagst du das? Ich weiß nicht, was du meinst. Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte. Und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Eine Kröte und ein Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht, Fran. Du kannst sprechen. Du irritierst mich immer noch. Sie haben ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Verstehe ich nicht. Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? War ein totes Mädchen, war ein Geist. Aber da es ein Geist war? Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, das macht Sinn. Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Okay, kreativ, alles klar. Okay, ja. Ja gut, wir haben ja Salz, wir haben Pfeffer, also in dem Sinne werden wir die Suppe schon versalzen, sozusagen. Was machen die mit dem Fahrrad auf einer einsamen Insel, bitteschön? Immer im Kreis fahren? Das kapiere ich gerade nicht. Und Mädchen, bitte rette uns alle. John. Ah. Oh, wir haben schon ganz schön viel gesammelt, sehe ich gerade. Okay. Was haben wir hier? Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Damit nehmen wir sowieso ein bisschen schwierig. So. Wow. Okay, Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier, okay? Hallo. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Okay. Das wird wohl das tote Mädchen sein. Ja. Die Frage ist natürlich dennoch, wir brauchen ja noch was. Achso, wir haben das Brett. Ah, klar. So, also die Folge machen wir jetzt ein kleines bisschen länger, weil ich möchte unbedingt das noch machen hier jetzt nämlich gerade. So, ich möchte nämlich unbedingt noch das holen, was da drin ist. Weil ich ja noch gerade ein Brett mir geklaut habe, ein Brett vom Kopf mir geklaut habe. So. Zwar ziemlich kurz eigentlich, oder? Passt das? Ja, länger als gedacht. Okay, alles klar. Was man nicht so alles mit sich schleppt. So. Zack. Oh. Come, friend. Yep. Friend. Das. Da. Was? Ist das euer Ernst jetzt? Was? Ah, okay.
ja, das hat gebrannt. Warum? Was ist denn hier ein Feuer? Ich kann die Flasche nicht anfassen, es brennt. Okay, alles klar. Pizette. Zack. So, was haben wir denn hier gefunden erstmal? Oh, jetzt kommt der Schnuppen zurück auf einmal. Boah, fast das Headset vom Kopf genießt hier. So, was haben wir denn hier? Die wahre Seele erkennen. Okay, aha, ja. 5 schwarze Kerzen. Check. Salz und Pfeffer. Check. Okay, alles klar. Asche, okay. Gut, jetzt haben wir generell 2 Rezepte und wir werden die Rezepte einfach austauschen sozusagen. Und dann werden wir die wahren Seelen erkennen sozusagen. Aber von hier aus gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Tada! Und ich werde jetzt erstmal wiederum einen Cut machen und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Let's Play Franbo. Ja, ich war euer Ben und sag von hier aus Schizikowski und bis dann, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Franbo. Gerne Video liken und kommentieren. Unten rechts Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr keine Folge mehr verpasst vom Gaming of Ben oder hier von Franbo natürlich auch. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssikowski und bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also, reinhauen!